Gab es einen Film oder eine Serie, wo Sie sagen würden, da hat das gut funktioniert, dass nicht die Behinderung im Vordergrund steht? Also bis jetzt hatte ich halt immer halt auch solche Rollen gehabt, wo halt dann immer so Filme sind, halt auch mal mit vielen Klischees und so, dass ich dann halt immer sozusagen mehr beeinträchtigt da mal spielen musste, als ich eigentlich bin. Eher mehr eingeschränkter bin als ich. Und ehrlich gesagt finde ich das halt auch ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Weil ich halt irgendwie halt auch denken würde, ja, ich würde mir irgendwie halt vielleicht einfach auch mal wünschen, mal auch zum Beispiel in einem Krimi mitzuspielen. Das wäre natürlich auch toll, ne? Was wirklich eine richtige tolle Rolle wäre, wo man dann halt auch die Leistung vorhebt, wo man sagen könnte, ja toll hat der gespielt, das war eine tolle schauspielerische Leistung. Als wenn man halt nur halt auf die Behinderung guckt, auf das Down-Syndrom. Oder ich könnte mir, also wie ich schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, in einem Krimi mitzuspielen, als Tatverdächtige zum Beispiel, ja, oder als Mörderin. Könnte man sich das halt irgendwie auch vorstellen, ne? Ja, auch vielleicht ganz lustig. Oder ich könnte mir halt auch vorstellen, halt auch mal eine Dauerrolle, wieder mal in aller Freundschaft oder so. Könnte man sich irgendwie auch vorstellen. Oder mal in einem Märchenfilm. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Märchen, ne? Ja, wie zum Beispiel Schneewittchen und die böse Königin. Also Schneewittchen und die sieben Zwerge. Könnte ich vielleicht auch die böse Königin mir vorstellen oder so. Was sie halt irgendwie halt auch schon immer ganz gerne machen wollte. Ich wollte immer so gerne mal in einem Traumschiff mitspielen. Weil ich ja selber ja auch, wie gesagt, einen Tauschein habe. Habe mich auch, wie gesagt, halt auch weitergebildet. Habe jetzt nicht nur einen offiziellen Tauschein, sondern habe jetzt auch ein Special Needs Buddy gemacht. Also das heißt, ich darf Menschen, also nicht nur mit Down-Syndrom, sondern ich darf halt auch Menschen mit Behinderung, wie gesagt, das Tauchen anleiten und unterstützen. Und ich finde, das ist ja dann halt auch was ganz Schönes, wenn man sowas machen kann. Und könnte ich mir das schon irgendwie so vorstellen, ne? So ein Luxusliner. Dreharbeiten auf dem Schiff, also könnte man sich schon vorstellen. Da richtig das schön vor der Kamera und dann spielen. Nacht dann halt, wie es schön beleuchtet ist. Und dann abtauchen, wäre auch ganz toll irgendwie. Und was ja halt auch irgendwie so, was ja halt irgendwie halt auch ganz gerne halt auch mal machen würde. Ja, also wie zum Beispiel, ich bekomme jetzt auch privaten Schauspielunterricht. Hans Hirschmüller ist der, mein Lehrer, mein Schauspiellehrer. Und ja, da sind wir gerade an einem Stück, das heißt Glaube, Liebe, Hoffnung von Horvath. Und da würde ich halt auch gerne, da machen wir gerade da die Rolle der Elisabeth und könnte ich mir halt auch vorstellen, auf der Bühne die Elisabeth zum Beispiel zu spielen. Aber schon im Monolog, das schon mal bearbeitet und jetzt gesagt, jetzt wollen wir halt schon ein bisschen mehr machen, die Rolle richtig schön ausweiten, dass ich da richtig dann die ganze Rolle lernen kann. Und da sind wir gerade dabei.